Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners hier in Bremen, Bottle Market 2018 gemeinsam mit Bastian von Whiskey & More aus Bremen, Spaden und Bremerhaven. Super, Whiskey & More. Wie lange seid ihr schon im Geschäft? Oh, ich glaube über 20 Jahre mittlerweile. Ja. In Bremen sind wir seit über 10 Jahren, ja. Mediterraneo dieses Jahr 5 Jahre. Okay. Und in Spaden halt, wie gesagt, am Anfang schon, ja, über 20 Jahre. Ja. Machen viele Tastings, alle 4 bis 6 Wochen. Probieren sehr viel, haben über 1000 Whiskys im Sortiment. Also, wow, wenn ihr aus Norddeutschland kommt und Bock auf Whisky habt, immer ganz zu uns kommen. Wir haben richtig viel da. Super, super. Und du hast irgendwas im Glas. Erzähl mal, ja, was, genau, hast du denn da? Und zwar habe ich hier von Edgedauer, ein Straight from the Cask, ja, SFTC nennen sie es gerne, ja, einen 10-jährigen, abgefüllt mit, lass mich kurz schauen, 59,6%, wow, aus dem Grand Arome Rum Cask. Also was richtig Geiles. Der hat eine richtig schöne Süße bekommen, ja, durch dieses Rumfass mit einer geilen Würzigkeit. Trotz fast 60% ist der wie Butter, wirklich. Ja. Geiles Ding und macht einfach Spaß zu trinken, wirklich. Ja. Super. Und es gibt ein paar andere Fässern jetzt hier oder Flaschen auch von Edgedauer. Ja, was Fall. Machst du 1, 2, 3 auch mal vorzeigen, ja, die jetzt auch vielleicht neu auch, ja, dabei sind? Also denn das ist eine interessante Sache. Genau. Ganz neu haben wir hier ein Cuvée von Balachin. Balachin ist die rauchige Serie von Edgedauer. Genau, was ich nicht gerne habe, meine Zuschauer schauen. Ich mag es auch sehr gerne. Je mehr Rauch, desto besser. Ja. In dem Fall ist ein Cuvée aus 4 Fässern. Okay. 2 Second Fill Sherry Butts mit 2 First Fill Bourbon Barrels. Okay. Und dadurch hat man eine richtig schöne Sherry-Note, ja, durch die großen Fässer. Mit den 2 kleinen Bourbon-Fässern eine leichte Süße mit drin. Okay. Abgefüllt mit 48%. Ist der Renner auf der Messe dieses, ja, Jahr. Geht, ja, wie doof. Schmeckt super geil. Richtig schön rauchig. Super Ding, wirklich. Super. Und vielleicht eine letzte Flasche jetzt hier für meine Zuschauer, ja, damit sie wissen, was es denn für Edgedauer alles noch hier, ja, gibt. Also, ich habe hier zum Beispiel noch einen 11 Jahre einen aus dem Barolo-Cask im Matured. Durchgehend Barolo gelagert. Ja. Richtig schöne Weinnoten, leicht tanninig, leicht fruchtig. 55,5%. Super Ding, auch ein Single-Cask. Mit 296 Flaschen, also nicht so häufig, nee, aber echt lecker, wenn ihr ihn seht. Ja. Gern trinken, gern kaufen. Super Ding, wirklich. Macht gut Spaß. Also da sehen wir ein bisschen jetzt eine Tendenz. Früher war es genau einfach Edgedauer 10 Jahre alt, wie auch immer. Und jetzt gibt es da Dutzende von verschiedenen anderen Fassabfüllungen, auch mit verschiedenen Fässern dazu benutzt werden. Was ist deine Meinung? Ist es immer gut, jetzt hier diese verschiedenen Finishings zu bekommen oder Vollreifungen oder... Sehnst du dich danach einfach an alte, einfach mal Ex-Bourbon-Fass? Ich muss sagen, ein Ex-Bourbon-Fass kann sehr geil sein. Ja. Vor allem, ich finde, ein First Fill Bourbon Barrel hat eine richtig geile Süße, eine leichte Vanilligkeit. Wenn man da einen länger drin lässt, macht das wirklich einen sehr, sehr runden, sehr weichen Whisky. Ich finde aber auch gerade verschiedene Weinfässer, ja, machen sehr schöne Fruchtigkeit mit einer Trockenheit teilweise, ja, wie aus dem Bordeaux. Ganz tolle Sachen, gerade von Edgedauer oft zu bekommen. Es ist beides sehr schön und ich finde es schön, dass Edgedauer beides macht. Ja. Deswegen, also entweder oder ist bei Edgedauer zum Glück nicht der Fall, sondern, ja, die machen beides. Und, dadurch, ja, ist es sehr schön, ja, aber ansonsten bin ich wirklich dafür davon, lieber länger lagern lassen. Ja. Okay. Also gutes Fassmanagement macht gute Whiskys, ja, auf jeden Fall auch junge Whiskys können gut sein, aber ein gewisses Alter sollten sie schon erreichen und, ja, Edgedauer macht halt eine schöne Balance aus beiden. Okay. Macht sehr viel Spaß, sehr, sehr viele Aromen und Edgedauer experimentiert sehr, sehr viel. Was ich sehr toll finde. Also immer, ja, schön, wirklich. Und eine Sache muss ich auch loben. Manchmal habe ich das Problem bei Bunnehabin, ja, dass ich gar nicht weiß, was ich kriege. Was, ja, brauche ich oder nicht. Genau. Und die haben extra ein neues Label dafür gekriegt mit, genau, ihr Balachin. Und ich muss einfach loben und sagen, yay, vielen, ja, Dank dafür. Ich finde es auch sehr schön, dass man halt wirklich, man weiß, was man kriegt. Ja. Es steht auf der Flasche drauf, was für ein Fass war drin, wo lag der Whisky im Fass, ja, und ob er rauchig ist oder nicht. Ja. Oder hat man das Cuvée Edgedauer Balachin, da steht genau drauf, ja, wie viele Fässer, ja, Edgedauer drin sind, wie viele Fässer Balachin. Man kann sehr gut abschätzen, ist er sehr rauchig oder nicht. Ja. Deswegen, die sind sehr transparent, ja, was für die Whisky-Branche nicht so geläufig ist. Das weiß jeder, der sich mit, genau, Whisky beschäftigt, dass, ja, es nicht so transparent ist in der Regel. Aber gerade Edgedauer ist sehr, sehr transparent, was ich sehr schön finde. Super. Vielen Dank, Signatory, auch dafür, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Andrew Symington, dafür, dass du Signatory so schön aufgebaut hast in Edgedauer. Und vielen Dank den Zuschauern von Whisky Jason. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Bock habt, kommt gerne zu uns in den Laden. Lasst euch beraten. Ich glaube, das kriegen wir mal gut hin. Whisky & More, ich habe Sebastian hier gehabt. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ciao. Danke auch. Tschüss.